We got weights and fish. Get the f*** out of here. Get the f*** out of here. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll, Presse. Voll. Howdy ho und herzlich willkommen, schönen guten Abend zu unserem Samaritären, Samaritären Presse- und Medien-Podcast, herbstlich angefeuchteten. Kannst du bitte deinen Laternenstab wegpacken? Ja. Herbstlich angefeuchtet. Ja, wir haben eben überlegt, welches Attribut wir heute verwenden können. Und ich wollte unbedingt was mit St. Martin machen, weil wir heute nicht nur Samaritär unterwegs sind, sondern auch im Samatorium uns mal wieder treffen. Also mit anderen Worten, wir sind bei Herrn Sammer. Gottvater des Wortspiels. Ja. Das war doch eigentlich nur das Sammelsurium. Sammersurium. Ja. Ja, aber ich dachte, ich denke mir was Cooleres aus. Also jetzt das Samatorium. Aber eigentlich ja Samaritär, das war das, wegen St. Martin, weil draußen rennen die ganzen Hooligans mit Laternen rum und betreiben moderne Wegelagerei. Und weil dieser Podcast euch jetzt vom Schnürzen, wie man das hier im Rheinland sagt, abhält, habe ich euch was mitgebracht, ihr Süßen. Guck mal, das ist doch eigentlich von Halloween, von Haribo, Happy Wien. Ja. Lasst es euch schmecken, ja, Kamelle, Allah. Großartig, Weingummis. Also mir fällt irgendwie zum Thema Halloween und St. Martin nur ein. Wir sind hier ja eigentlich jetzt für alle, die jetzt hier nicht aus der Region kommen, so vom Einzugsgebiet her sind wir eigentlich hier im St. Martins, in der St. Martins Hochburg sozusagen, ja, wo dann ordentlich die Züge stattfinden und also die Laternenumzüge und auch geschnörzt wird, das heißt gesungen, und dann kriegen die Kinder eben Süßes. Und ich muss aber sagen, das war jetzt das erste Mal dieses Jahr, dass die Halloween-Kinder uns hier die Bude eingerannt haben. Da ich habe mindestens 10-mal die Tür aufgemacht, während nicht ein einziges Kind mit Laterne nach dem Zug hier stand und gesungen hat. Also irgendwie die Zeiten ändern sich offensichtlich. Ja. Schade, aber das finde ich nur wirklich schade, weil ich kann mich gut erinnern, als ich als 12-Jähriger ins Rheinland gekommen bin, das erste, wo ich mitgenommen wurde, das war auch im Herbst tatsächlich, dass wir hier ankamen, war St. Martin. Und dann haben die Kinder da immer im Rheinischen gesungen. St. Martin, wo ne Jode, Mann. Und so, ne? Er stoch die Kerze an. Und so, ich immer so mitgeschrien als kleiner, Hauptsache es gibt Süßigkeiten. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was ich da eigentlich singe. Er stoch die Kerze an. Das waren damals die Zeiten, als die Laternen noch brannten, ne? Ja, nee. Ja, wo die mal noch ab und zu abgefackelt sind. Ja, ich mag die Tradition mit den Laternenumzügen und dann dem Singen danach. Super gern, finde das auch schade, wobei ich auch dazu sagen muss, wir sind jetzt ein bisschen ab vom Zugweg, vom St. Martinszug. Das hat auch damit zu tun, bei Halloween gibt es ja so einen Zug nicht. Ja. Wie da die Kinder dann ihre Wege sich aussuchen, weiß ich nicht. Aber was ich positiv fand, die letzten Jahre war es bei den Halloween-Kindern eigentlich immer so, dass das ging dann nur so Tür auf und dann Silses oder Saures, ne? Und dann waren sie schon wieder weg. Das Ganze dauerte dann 15 Sekunden. Mhm. Und dies Jahr, es muss irgendwie eine konstatierte Aktion der Schulen gegeben haben, anders kann ich es mir nicht erklären. Es haben bis auf eine Kindergruppe, haben alle irgendwelche so eine Art Gedichte oder Verse aufgesagt, die aber so mit diesem Halloween-Thema zu tun hatten. Also da war sozusagen ein Pendant zu diesem St. Martins-Lied gegeben. Und das fand ich dann wieder ganz positiv. Ja, voll, weil wir haben es da gerade letztens drüber unterhalten. Also Halloween ist ja auch noch nicht so lange her. Und bei uns haben sie das nicht gemacht. Die haben einfach nur gesagt, was? Süßes oder Saures. Genau. Trick or treat. Trick or treat. Und dann die Hand aufgehalten. Und kein du hast ihnen Saures gegeben? Immer, immer. Und die wissen ja gar nicht, was das bedeutet, vor allem, was sie dann machen müssen, wenn Saures kommt. Aber was ich sagen wollte, ist, dass das ja doch irgendwo so ein bisschen, also man kann über den Gesang streiten. Das ist vielleicht dann auch schöner, wenn sie es lassen. Aber eigentlich so von der Geste her ist das ganz süß. Und vor allem, was ich festgestellt habe, wirklich, habe ja viele Kinder inzwischen. Und die finden immer, auch bis ins hohe Alter, ja, zwischen 18 und 4 ist da jetzt bei mir bald alles dabei,
immer diese Lieder geil, die St. Martins-Lieder, die verfangen so krass in dieser Zeit, also noch mehr eigentlich als Weihnachtslieder, sind diese St. Martins-Lieder immer hoch im Kurs, bei uns zumindest. Ja. Die sind halt nicht so besinnlich, sondern da kracht es nochmal richtig. Ja. Rabimmel. Rabimmel, und so weiter. Rabum, bum, bum. Ja, aber es sieht aber auch, ich finde irgendwie die ganze, das ist sehr atmosphärisch alles. Also ich finde, man hat manchmal dann in der Herbstzeit so dann auch abends vielleicht keinen Bock mehr, sich dann doch nochmal zum dritten St. Martinszug aufzumachen. Der Kinder zuliebe geht man dann hin und dann finde ich aber jedes Mal, es sieht immer geil aus. Also diese Züge, und dann wird es so langsam dunkel und du hast da die ganze Straße lang, siehst du nur die Laternen, das ist schon irgendwie toll. In den USA wird es ja jetzt auch wieder so sein und wenn man die Bilder da hat, wenn Leute mit Fackeln durch die Straßen laufen, dann ist es nicht so gesehen. Ja, die haben ja manchmal auch noch Mistgabeln dabei. Mistgabeln und weißer Geier, komische Kappen, aber hier ist es tatsächlich eine schöne Stimmung. Also heute war bei uns im Ort da der Umzug. Und die sind auch direkt bei uns vorbeigelaufen, hat aber trotzdem nur zwei Kinder haben geklingelt und die ersten hatten nicht mal Laternen dabei. Die waren schon unterwegs, als noch der Zug ging, haben gesagt, wir greifen erstmal die richtig guten Sachen hier ab. Ja, aber wo du USA ansprichst, ich kenne jemanden in South Carolina, den Logan, und der ist da, unterrichtet da an einer Grundschule, also wo er nur in Deutsch unterrichtet, also amerikanische Kinder. Und dem hatte ich dann mal Bilder vom Laternenumzug geschickt, der war so begeistert, der hat dann gleich, er hatte ohnehin das irgendwie als Thema auf dem Schirm und hat dann gleich auch mit den Kindern auch Laternen gebastelt. Natürlich, cool. Da in Amerika läuft das dann nicht mit echten Kerzen, sondern alles irgendwie etwas safe. Ja, hier auch nicht mehr. Safe. Also fast nicht mehr. Ist bei den meisten auch keine. Ja. Also ich habe ein traumatisches Erlebnis. Ich bin ja auch zugezogen hier quasi ins Rheinland und kannte das aus meiner ursprünglich herkommenden Region. Nordhessen gibt es das irgendwie nicht mit St. Martin, weil das da auch, wenn dann evangelisch ist ich muss da, wo meine Tochter noch sehr klein war und sie ist seitdem großer Pferdefan und das ist auch heute noch, ich habe den kompletten St. Martinszug in triefendem Regen hinter einem großen, nassen Zossen hinterhergetrabt und das war tatsächlich nicht schön. Da hatte das sogar noch so ein Geruchserlebnis dann auch, der ganze St. Martinszug, also nicht nur nasse Kinder und nasse selbst, sondern auch nasses Pferd. Platsch. Schwierig, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Podcast hier schon mal erzählt habe, aber ich habe auch ein traumatisches St. Martins-Erlebnis. Das war tatsächlich aus dem zweiten Jahr, dass ich hier dann in Bonn war. Mit 13 haben wir tatsächlich immer noch geschnörzt. Und inzwischen beherrschte ich zwar auch die Lieder, war aber zu faul, eine Laterne zu basteln. Dann bin ich in den Globus, den gab es damals noch bei uns, gegangen und habe eine Lucky Luke-Laterne gekauft. Von meinem Taschengeld, und ich war ein großer Lucky Luke-Fan und mit dem ganzen Zug mit dieser, das sind diese Lampions, die man so zusammenschieben kann, ne, wie so eine Ziehharmonika, immer rumgelaufen und wir haben 1000 Häuser abgegrast und im allerletzten Haus der Siedlung, ne, ich hatte mir so vorgestellt, ich hänge die dann in mein Zimmer und so weiter und so fort, im allerletzten Haus unserer Siedlung schmeißen die Leute so fette Orangen in meine Tüte. Dann war die so schwer und sackte mir einmal die Laterne so ab und die Kerze schlug dann direkt über oder ihre Flamme und meine Laterne ist bei denen im Hausflur abgefackelt. Meine netten Freunde nur so sich so kaputt gelacht. Ich hatte dann nur so einen Stock in der Hand ohne Laterne. Das ist so gemein. Ja, das war nicht mal irgendwas Leckeres, das war nur eine Orange. Aus damaliger kindlicher Sicht. Ja, stimmt. Also da sind die Vitamine nicht so beliebt. Das war ja immer scheiße, wenn einer dir Obst reingeworfen hat. Da musst du voll schleppen für nix. Ja. Wir sind tatsächlich bei uns quasi mit den ganzen Nachbarskindern gleichzeitig hier umhergezogen und einer, der kam irgendwie gerade aus der Dusche und hat irgendwie, ich habe eigentlich nichts hier, nimmt eine Prinzenrolle und verteilt das. Ja. Also ich dachte, er hätte euch das Handtuch gegeben, was er sich umgelegt hatte irgendwie. Ja, aber ich meine, wer rechnet denn auch schon mit sowas? Ne? Dann an, ja, ja. Das war aber dann allerdings Halloween, aber ist ja das St. Martin. Ja, das wird ja passen. Wenn St. Martin, fallen lässt. Der Neuzeit. Ja. Jetzt sind wir so durch das samaritärische Attribut so eingestiegen in das Ganze, dass wir völlig vergessen haben, uns vorzustellen, weil wir ja auch jede Woche tausende neue Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Und deshalb. Und weil wir auch die Leute mit den 1000 Gesichtern sind, also und den 1000 Namen. Richtig. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit dem Gastgeber heute. Mit dem Gastgeber, ja. Ich muss mich, glaube ich, nicht vorstellen, der Ben Cartwright nennt mich heute anscheinend nur Gastgeber.
Aber ich hab was Schönes mit. Ich werde euch ganz animiert vom Ben Cartwright, der die letzten Wochen ja häufiger was vom Schummeln beim Schachsport berichtet hat, werde ich euch auch etwas vom Schummeln erzählen. Mm. Aber das hat dann eher was mit der Angelrute zu tun. Okay, und Schummeln, also da muss ich jetzt eine gekonnte Überleitung, wie immer mir das auch gelingt, herstellen. Hier wurde uns ja auch was untergeschummelt, was untergejubelt, weil wir sind ja hier auch im Haus von Jim Knopf. Der war gerade eben noch hier. Also wenn er will, kann er gerade noch mal wiederkommen oder ist er schon im Bett? Wir wollten nämlich oder sollten mal wieder Versuchskaninchen spielen, Eigenurintherapie oder man weiß es nicht, muss gar nicht so viel sein, danke. aber wir wollen es natürlich nicht unhonoriert lassen, was der Jim uns hier heute wieder kredenzt hat. Jetzt ist er leider gerade durch die Tür. Ich kann noch mal gucken. Soll ich noch mal gucken? Ja, guck doch noch mal. In meinem Schimpf. Wahrscheinlich willst du runterregeln, bevor ich wieder Ärger kriege, dass ich die Kopfhörer hier einfach abnehme? Ja, genau. Also sind wir mal gespannt, was er uns diesmal eingeschenkt hat im wahrsten Sinne. Das ist ja jetzt die dritte Runde von der Jim-Knopf-Verköstigung. Es ist irgendwas mit Höllenmix, heißt es auf jeden Fall. Höllenmix. Ja, das ist aber genau. Höllenmix hat er gesagt. Und wenn ich jetzt nicht wüsste, dass der Jim Knopf nicht einfach nur eine einfache Gemüsebrühe hier herstellt, dann würde ich sagen, es ist Gemüsebrühe. Aber unangenehm. Das sieht jedenfalls fies aus. Ja, aber guck mal, sag mal, ich gebe dir auch wieder Sound. Okay, dann, wie gesagt, es sieht fies aus, aber mal gucken. Könnte aber auch was Hartes drin sein. Da hast du diesmal was Hartes reingetan. Richtig was knallt, dass wir die Autos stehen lassen müssen. Nee, okay. Und? Aufgeweichtes Mauam. Geht so ein bisschen ins Sanitäre. Oder ins Samaritäre. Ist es süß, oder? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, Mandarinensaft, so aus so einer Mandarindose ist da mit drin. Ach, da hat der Sammer wieder einen Spickzettel. Oder die Orange, die dir damals in die Tasche getan wurde. Ja, die Original-Orange. 65. Aber ist, also erstaunlich, ich hätte jetzt was ganz anderes erwartet. Super salzig oder. Also es ist süß, aber im Abgang ist wieder irgendwas drin. Da hat der Jim Knopf wieder die Fantasie spielen lassen. Zahnpasta? Oh Gott. Ja, willst du es uns verraten oder soll ich gucken? Du musst mal in das Mikro da reinsprechen, wenn du einmal on air sein willst. Also es ist Gemüsebrühe drin. Habe ich doch gesagt. Ahornsaft, eine Magnesium-Brausetablette. Calcium. Ah, das war das, okay. Ja, Mandarinsaft und Wasser. Ja, das ist doch. Also im Hause Sammer hätte ich mindestens noch ein bisschen Schleimlöser erwartet, um das auch mal wieder zu thematisieren. Den Schleimlöser, den bekommst du dann zum 50. Geburtstag untergemischt. Ja, also Jim Knopf, lieben Dank. Vielen Dank. Wieder ein Hochgenuss. Mag man fast kein Bier mehr trinken hinterher, aber ich würde eins nehmen, wenn es eins gäbe. Ja, so zum Abgang. Gute Nacht. Ach, das herrlich hier. Ich habe ja schon deine Halloween wird man so begrüßt. Gegessen. Dann, ich pass auf, als Dank, das habe ich jetzt vergessen, der hat eh schon die Zähne geputzt, mein kleines Getränk Halloween-Mitbringsel lasse ich mal dem Jim hier. Ich nehme an, in dem Getränk hat er die Zähne geputzt. Das hat er gerade seine Zahnspange noch drin ausgebadet. Das ist doch hier so ein Pott für unter das Bett. Nachttöpfchen. Ja. Mhm. Ach nee. Mhm. Das ist, ja, alles gut. Ich finde das cool. Wir machen das so in einer losen Reihe. Das war jetzt die Verköstigungsrunde Nummer 3 und in meinen Augen bisher auch die leckerste. Also wir hatten schon üblere Sachen hier. Ich erinnere mich an irgendwas mit Ketchup drin, auf jeden Fall mal. Ja, Ketchup und Senf war beides. Ketchup und Senf hatten wir schon mal. Und dann immer dieses verschmitzte Grinsen von Jim, das ist auch verdächtig. Ja, also diesmal fand ich es aber ganz erträglich. Absolut. Aber Gemüsebrühe, geil, ne, dass ich sowas sehe. Ja, du bist der Hammer. Teufelskerl. Okay, aber wir haben ja noch mehr Mitstreiter. Jetzt haben wir schon Sammers halbe Familie vorgestellt, aber dann neben dem Sammer sitzt natürlich auch der Puffvater der Nation, Prollo Ferrari. Sicher dat. Und? Was hast du? Ich habe heute was für die Zocker unter uns, nämlich ein tödliches VR-Headset. Ein tödliches VR-Headset. Aber es hat nichts mit Volks- und Raiffeisenbanken zu tun, sondern Virtual Reality für die Franzosen unter uns. Okay. Da erzähle ich euch gleich eine Anekdote zu. Gut, und natürlich, ich gehe einfach stumpf im Kreis rum, weil sonst wäre ich ja schon bei mir. Beef Rogers. Hallöchen, ist ja gut, dass wir im Viereck sitzen, aber ist egal.
ja, also ich habe auch was. Ich bin eher so heute so ein bisschen selbstreferenziell und beziehe mich nochmal auf was Altes. Ich schau mal. Also alt in mehrerlei Hinsicht. Auf was Altes? Hast du auch was Grünes mit? Nee, auch keine Schlotze, wie seinerzeit hier diese Ayran-Kram. Die Jojo-Schlotze. Die auch nicht, nee, nee. Da bin ich ja wirklich schon selbstreferenziell. Ein bisschen was Grünes habe ich auch drin, ja, wenn ich es jetzt hier sehe, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, also mein Name ist Ben Cartwright. Meine Themen sind heute ein Aufreger aus der Welt der Energieversorgung, ein Rekord und die Antwort auf die Frage, was Julia Roberts mit nicht Stephen King, sondern Martin Luther King zu tun hat. Das aber genau genommen sind die nicht ein Jahrgang, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Also irgendwie. Nicht so ganz, ne? Aber wer weiß. Aber die gibt eine Verbindung, das hätte ich auch nicht gedacht. Wahnsinn. Aber das hat mir der Google verraten. Ja, sie sehen sich ähnlich, ne? Da wollte ich nicht drauf hinaus. Vielleicht fangen wir mit dem Selbstreferenziellen an, aber vorher ein Schluck. Genau, hier, das hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon im Angebot und ist ja nicht schlecht geworden, weil immer noch Herbst ist. Herbstbock von Grolsch. Herbstbock. Herbst. Wenn du schon 10 davon hattest, also Herbstbock. Ach nee, das ist niederländisch. Also ist, genau. Prost. Prost. Ja, in diesem Sinne. Sag mal eigentlich Grolsch oder Grölsch? Das frage ich mich immer wieder, wenn ich das sehe. Ich sag mal Grolsch. Grölsch. Aber wahrscheinlich sagen die Holländer dann Grölsch, weil da gar keine Punkte drüber sind. Das ist ja, wie soll ich sagen, süffig, ne? Ja. Herbstlich samaritär. Ja, quasi. Ja, ich beziehe mich auf, beziehungsweise nicht ich beziehe mich, sondern ich fange mal andersrum an. Wir hatten ja einen, haben ja, wie gesagt, kriegen wöchentlich, Ben, verbessere mich, tausende Leser, Zuschriften und Rückmeldungen, Mails, alles. Menschen stehen vor unseren Häusern und ich hatte auch einen Fax bekommen. Fax. Mit und ohne Laternen. Ja, genau. Und von daher, und mit und ohne Bedrohungspotenzial, also von daher, ja, gibt's ja alles. Und einer unserer treuesten Hörer, wir hatten ihn schon mal zitiert und ich hatte ihn schon mal zitiert, One of a Million, wurde er seinerzeit genannt, der ist nochmal auf das Thema angesprungen, der zusammengesuchten alten Computer bei der, bei der Straßenbahn in San Francisco war das, glaube ich. Richtig, ne? Genau, und hat so sinngemäß berichtet, hat mir dann auch einen Artikel und noch was von Wikipedia geschickt. Den Artikel teile ich gerne auch. Und ich habe dann selbst auch noch mal so ein bisschen dazu gesucht. Und er sagte, naja, das wäre eigentlich gang und gäbe. Also hier ist zum Beispiel das Thema, in dem Fall Boeing 747, die bekommt kritische, und zwar regelmäßig alle 4 Wochen, kritische Software-Updates per Diskette. Und zwar per Floppy-Disk. Das sind noch die wabbeligen da, oder was? 5,25 Zoll. Ein Viertel Zoll, glaube ich. Gibt's ja gar nicht. Und das muss ein Techniker machen. Der muss sich dann ans Cockpit setzen und dann 8 Floppy-Disks nacheinander in den Bordcomputer einspielen. Und das muss alle 28 Tage bei der 747, also dieser Jumbo-Jet quasi, muss das durchgeführt werden und enthält in dem Fall essentielle Informationen zur Navigation, Flugpläne, Flughäfen, Landepisten etc. Das ist ja unfassbar. Und das liegt jetzt, wenn ich das mal richtig verstanden habe, daran, dass in den Jumbos einfach der, wie soll man sagen, der Zugang zu dem Bordcomputer nur über Floppy Disk möglich ist? Oder? Es sind einfach alte Computer. Ja. Also ich habe dann auch immer nachgeschickt, ich habe noch einen zweiten Artikel gefunden. Also hier geht es darum, das sind also dann, die sind jetzt ja auch schon lange im Einsatz. Also die sind zwar immer wieder auch technisch überholt worden, aber bestimmte Bereiche halt eben nicht. Und zum Beispiel ist es dann auch, dass bestimmte Flugzeuge, zum Beispiel die Boeing 737, dass da halt entsprechend auch Computer aus den Anfang der 90er verbaut wurden, die dann auch schon, also so auf Nintendo-Level quasi im damaligen Zeitpunkt, und die sind da halt immer noch drin. Und der Hintergrund ist ein bisschen, dass man sagt, naja, es funktioniert halt. Also das ist tatsächlich never change a running system. Und einerseits ist das ja alles ganz schön, andererseits denkt man sich, naja, es ist ist schwierig. Also ich finde das nicht sehr beruhigend, so, ja, wenn man das Gefühl hat, man fliegt da in so einer Kiste, die mit 5,25, also 5 1/4 Floppy-Disk
geupdatet wird. Genau, das sind halt uralte Computer. Also ich sag mal auch hier die zwei an Bord befindlichen Computer von der Boeing 737. Das ist 90er Jahre. Das ist früher das sind 16-Bit-Prozessoren. Das ist in Super Nintendos verbaut worden. Anfang der 90er. Die Nintendos haben jetzt auch schon seit Ende der 90er sind die schon auf 64-Bit-Infrastruktur gewechselt. Und heute ist es nochmal entsprechend. Andererseits, ich wette mit dir, wenn du im Keller noch ein altes Super NES findest, das wird noch funktionieren. Genau, das ist halt eben hier auch die Argumentation. Also die Dinger funktionieren halt. Das ist im Prinzip, das wirkt. Und die Erbauer oder die Planer sagen halt, sie können halt auch mit Software-Updates halt, die Software ist natürlich aktuell und wird immer wieder aktuell auch geschrieben und abgeändert und dadurch kann man halt trotz der alten Hardware tatsächlich noch einiges rausholen. Ich will jetzt auch kein Boeing-Bashing betreiben, weil das ist bei Airbus nicht viel anders. Da sind auch alte Computer, die haben aber im Prinzip den Vorteil, dass sie nicht nur zwei von den Computern verbaut haben, sondern in dem Fall 8. Das heißt, da ist die Rechenleistung einfach entsprechend ein bisschen höher. Aber das ist tatsächlich ein Thema und das betrifft auch andere Dinge. Hier in dem einen Artikel ist auch noch ein kurzer Einspieler von dem Alexander Gerst, der im Weltall war und da halt auch in einer Kiste noch so alte 5¼ Floppies gefunden hat im Weltall. Ja, wahrscheinlich auf der in der haben Kiste da, im Raumschiff. Also ganz ehrlich, wir haben uns doch schon ganz selbstreferenziell, muss ich mal auf eine ältere Episode zugreifen, wo wir gesagt haben, dass es halt auch sehr teuer ist, ja, jedes Gramm ins Weltall kostet richtig Kohle. Ja. Und dann haben die da Rumpelkisten, womöglich gar Abstellkammern. Ja, er schreibt ja, das da hier läuft auch. Doch also, was schief. Er schreibt das hier, I found a locker on a space station that probably hasn't been opened for a while. Und hat da ein Foto, das sieht man dann auch hier mit mit so einem Zehner. Kennt ihr? Das hat sich schon sehr geil. Kennt ihr diese Storage War oder so ähnlich? Ja, wo die so Container dann öffnen. Ja, so. Wo die so Garagen, wo die Leute anmieten können und wo die dann ihren Müll reinstellen, dann irgendwie öffnen und dann dürfen die Leute reingucken und dürfen dann bieten für den Inhalt, ohne sich den genauer anzugucken. Und ich stelle mir gerade vor, im Sinne von dem, was der Prollo gerade sagt, dass dann irgendwo bei der ISS auch so ein Garagentor machst du auf und da liegt dann der ganze ist da so ein Alien drin. Krempel drin, genau. Ja. Ja, aber ich fand das ganz faszinierend und wenn man dann ein bisschen recherchiert, sieht man, dass das in vielen anderen Bereichen leider noch genauso ist. Also auch in Infrastruktur, wo man denkt, oh, das ist aber blöd jetzt. Also so ein Flugzeug ist natürlich auch blöd, wenn du drin sitzt und es stürzt irgendwie deswegen ab oder hat sonstige Probleme. Andererseits ist auch die Technik in Atomkraftwerken durchaus auf dem Level von 50er, 60er, 70er Jahre. Magnetbänder und so. Ja, sehr alt und auch viele so Relais. Also auch bei der Deutschen Bahn ist das wohl nach wie vor ein Thema, dass da viel Relais gesteuert ist. Und ja, das ist halt schon, wie gesagt, der Kram. Ja gut, wenn es funktioniert, also ich kann mir das zwar jetzt nicht erklären, wieso, aber vielleicht wurde entweder solider produziert damals oder ist einfach die fehlende Komplexität ist an der Stelle dann Vorteil von diesem System. Also ich glaube, je weniger komplex, desto weniger kann kaputt gehen. Das ist immer so ein Klassiker. Ist das einfach noch binärer und funktionieren deshalb, aber ich weiß nicht, aber es ist schon ein komischer Gedanke. Früher waren die Computer einfach binärer als heute. Ja, genau. Ja, nicht im eigentlichen Sinne, aber was die Vielfalt vielleicht Ja, ich meine, du kannst auch per WLAN nicht updaten, weil du musst das dann ja jedes Mal in den Flugmodus schalten. Allein dieses Updaten per Diskette finde ich halt schon sensationell. Also dass man es dann streamt oder irgendwie sonst irgendwie, also das könnte ich mir dann, also auch wenn die Hardware da drin alt ist, aber ich habe vor längerer Zeit schon gelesen, dass irgendwie zumindest der größte Hersteller für so Audiokassetten irgendwann die Produktion eingestellt hat, Videokassetten sowieso. Gibt es denn noch, also ist die Diskettenversorgung gesichert? Also, wäre ja schlecht sonst. Das wäre sonst schlecht. Also ich meine, die kann man ja, glaube ich, überspielen, konnte man die damals. Mhm. Das heißt, die waren nicht nur zum Einweggebrauch. Wahrscheinlich sind die froh um jede 5¼ Zoll Diskette, die jetzt noch irgendwo im Keller auftaucht. Ich hab tatsächlich noch so eine ganze Kiste bei mir gefunden. Und weil ich mal wissen wollte, was da drauf ist, habe ich mir auch für wirklich ganz kleines Geld ein Diskettenlaufwerk, ein neues, 15 € oder so kosten die, gekauft. Aber ich kriege natürlich jetzt nicht das wirklich angezeigt bisher, weil das sind irgendwelche Dateiformate, weiß ich nicht, da muss man wahrscheinlich irgendwie in eine bestimmte Umgebung wechseln. Keine Ahnung. Oder sind das irgendwelche, jetzt auch wieder nur irgendwelche Dickpics aus deiner Jugend?
Das, ja, das heißt so diese, Jugend, diese, das ist ja quasi fließend bei mir. Art, aber fließend, nee, das sind vor allem irgendwie tatsächlich auch so Computerspiele, die damals von Diskette liefen. Mhm. Ich erinnere mich an eins, das muss also auch ein Eishockeyspiel gewesen sein, was ich in meinem Studium viele Stunden gespielt habe mit meinen Mitbewohnern. Und das war so simpel, weil es eigentlich nur zweidimensional war, dass es so richtig genial war, wie ein Tischkicker nur mit Eishockey. Und ich habe die ganze Zeit, das wäre geil, wenn ich das nochmal ans Laufen kriege. Ich erinnere mich noch an die gute alte Zeit, wo man die Konsole, ne, diese Diskette oder dieses diskettenähnliche Teil rein, einschalten und lief. Ja? Ja. Und heutzutage Xbox starten, Xbox hochfahren, Xbox erstmal Update, ja, Spiele-Update. Und am Ende des Tages sitzt du da eine halbe Stunde vor und da hast du Super Mario schon durchgespielt. Ja. Insofern war nicht alles schlecht früher. Nee, das stimmt. Es ist. Ich will es so auch nicht schlecht machen. Ich finde es ja, wie gesagt, das meiste funktioniert ja und die allermeisten Flugzeuge bleiben ja auch am Himmel, beziehungsweise landen koordiniert. Also von daher alles super. Also wie gesagt, vielen Dank an One of a Million quasi für den Hinweis und für die Geschichte. Ja, ich finde es auch sehr geil, wie er seinen Künstlernamen gewählt hat, weil das ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich für unsere Fanbase. Genau, das ist ja genau. Inzwischen müsste man wahrscheinlich One of 2 Million sein, ja, aber gut, da sind wir jetzt mal groß, ja, sind wir mal, blicken wir drüber nichts, ja, kein Ding. Wer es hat. Draußen im Gebüsch sind auch schon wieder 2 Dutzend Leute, sehe ich, die winken, Fahnen schwenken. Egal, ständig schlagen wir den Schnippchen, weichen in irgendwelche Sammelsuriums oder Beefholes aus, aber trotzdem, die tracken uns. Sie finden uns immer. Ja, ja, auch die ganzen Drohnen hier mit den Kameras ums Haus. Ja. Die zu Hause. Ja. ist halt so eine Sache. Ja, Leute, ich weiß nicht, wenn sich hier keiner drum schlägt, dann mache ich hier jetzt mal kurz weiter. Der Ben Cartwright hatte uns ja über Wochen auf dem Laufenden gehalten über Betrugsversuche oder angebliche Betrügereien im Schachsport. Und irgendwie habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, als ich diesen Artikel gefunden habe, den ich hier mitgebracht habe. Und zwar geht es da um einen Betrugsskandal in der Angelsportszene. Und die Story ist jetzt nicht besonders lang, aber irgendwie finde ich, macht sie was her, weil man, also ich zumindest, sich überhaupt nicht mit dem Angelsport, also dass es überhaupt Sport ist, also das weiß man vielleicht am Rande, aber ich habe mich mit dem Sport noch nie beschäftigt. Ich habe dazu noch nie was im Fernsehen gesehen. Ich habe überhaupt diesen Sport. Das lief doch hier früher, lief das doch auf diesen so Angelsendungen. Ja. Gibt es auch wirklich, wo die dann so vom Boot runter angeln und so. Ja. Also. Das ist so ein bisschen die maritime Version von St. Martin. Ja. Oder Karpfenwettangeln und sowas. Also ich kenne es nicht und ich fand es interessant, dass da ein Sport existiert, bei dem es sich lohnt, wie hier jetzt eben Jacob Runyon und Chase Kominski es gemacht haben, nämlich zwei große Stars des amerikanischen Anglersports, die am Lake Erie leider negativ aufgefallen sind, weil sie sich beim Bescheißen haben erwischen lassen. Und zwar waren da die Lake Erie Valley Trail Championship in Cleveland und wie das so ist beim Fischen, so viel kann man sich irgendwie noch vorstellen. Man kennt ja irgendwie so die Bilder, wo irgendjemand so ganz stolz so einen Fisch hochhält und dann irgendwie entweder ist da ein Zentimetermaß dahinter oder das Ding hängt an der Waage oder so. Und bei den Fischen kommt es auch aufs Gewicht dann an. Und da war es dann so, dass eben das Wiegen war. Da gibt es auch ein Video zu bei YouTube und Twitter und überall. Das ist viral gegangen. Das verlinken wir auch. Und das muss man sich so vorstellen, wie wir auf dem Assi-Parkplatz, ja, nur dass da so ein Schausteller-Wohnwagen da steht und so ein Typ, der dann auch so ähnlich wie am Pützinsmarkt da die ganze Zeit da laut erzählt, welches Team hier welchen Fisch und dann wiegt er den und dann erzählt er laut, was da so ist und so weiter und so fort. Und der Turnierdirektor persönlich macht das und der, das ist mal wieder irgendwie so ein Zufall, der heißt nämlich Jason Fischer. Der wusste sofort, dass mit den Barschen irgendwas nicht stimmt. Größe und Gewicht passten nicht zusammen, 33 Pfund hat der
Fisch irgendwie oder haben die Fische irgendwie auf die Waage gebracht und dann hat er sich direkt ein Messer geben lassen. Und als es dann, als er dann was gefunden hatte, dann ruft er. We got weights in fish. Das war eine ziemliche Aufruhr. Und wildes Geschrei war zu hören. Die mussten wohl die anderen Fischer dann irgendwie noch abhalten, dass sie denen nicht an die Gurgel gegangen sind. Und was hatten die gemacht? Die hatten Metallkugeln und zerkleinerte Fischfilets in die Fische einfach reingestopft und die so ein bisschen gepumpt, kann man auch sagen. Und das hat richtig für Ärger geführt. Es ist die Frage aufgetaucht, wie oft habt ihr das schon gemacht? Der Turnierdirektor lässt sich zitieren, ich bin angewidert und es tut mir leid, sagt er zu den anderen, dass ich euch so lange im Stich gelassen habe, vermutend, dass das irgendwie schon öfter vorgekommen ist. Die Typen sind nämlich echte Stars, die da sich haben erwischen lassen, haben mehrere 10.000 Euro schon gewonnen. Ui. Und was ich richtig geil finde jetzt zum Abschluss noch der Geschichte, also auch was ich schon angedeutet habe, um mal zu sehen, was für ein Gewicht das Ganze dieser Sport hat, die machen Lügendetektortests bei diesen Veranstaltungen häufiger, wenn irgendwie ein Verdachtsfall ist und haben zumindest einen dieser Typen die haben die beide getestet und einer von den beiden war in der Vergangenheit durch so einen Lügendetektortest mal durchgerasselt und dann sind die disqualifiziert worden deswegen. Also ich meine, unser Eins weiß ja doch eigentlich, dass diese Tests irgendwie ziemlich ungeeignet sind, weshalb die ja auch irgendwie hier vor Gericht nicht angewendet werden zum Beispiel. Aber da ist das beim Sportfischen wohl eine gängige Praxis und dann sind die schon mal disqualifiziert worden. Also großer Skandal im Angelsport. Und jetzt die Frage, was lernen wir daraus? Wenn man beim Sport gewinnen will, muss man was irgendwo reinschieben. Du musst ja was in den Bar stecken. Noch besser. Ich muss sagen, Prollo, Respekt, der ist ja noch mal 10-mal besser. Ich wollte es über drei Ecken sagen, aber du musst was in den Bar stecken. Und wer wissen will, was das jetzt so witzig macht, der muss mal 2-3 Folgen zurückblättern. Ja. Geil. Also du bist echt der König. Also ich denke ja immer, ich bin witzig, aber das denke ich exklusiv. Aber bei dir, deine kleinen, feinen Kommentare. Der Prollo ist vor allen Dingen immer anspielbar. Ja. Also apropos Prollo, was hast du? Ich habe auch nämlich, oh warte, kurz, ich kriege gerade eine Nachricht. Pass auf. Vibriert. Ja, wenn es nämlich knallt beim, wir hatten ja eben schon das Thema Nintendo-Spielen. Ne? In der heutigen Zeit ist das alles ein bisschen moderner, nämlich die ganz großen Profis oder die ganz großen Zocker haben natürlich ein Virtual Reality Headset am Start oder vielmehr auf den Augen spielen sozusagen direkt mit dem Bildschirm auf den Augen in der virtuellen Realität. Und ich möchte fast schon sagen, folgerichtig hat der Herr Pormalucky, der Gründer von einer der VR-Brillenfirmen Oculus, ich weiß nicht, ob ihr da bewandert seid, der hat sich was Neues ausgedacht. Das geht ja fast schon in Richtung Kunst. Wir hatten ja seinerzeit auch den Künstler, der da irgendwelche Sprengfallen sich gebaut hat. Und der hat sich nämlich überlegt, wenn du im Spiel stirbst, stirbst du im echten Leben. Und er hat, weil er witzigerweise, das muss man dazu sagen, der hat jetzt mittlerweile arbeitet, der beziehungsweise hat auch gegründet eine Rüstungsfirma, Anduril Industries, die so Überwachungs- und Verteidigungssysteme fürs US-Militär bauen. Insofern fast schon folgerichtig, dass er seine Brille für die Ballerspiele mit Sprengminen ausgestattet hat. Und er hat es noch nicht persönlich getestet, das ist ihm zu heikel, aber tatsächlich, wer möchte, kann sich so eine Explosionsbrille aufziehen. Und wenn er dann im Spiel stirbt, stirbt er auch im echten Leben. Ja, ist ja schon fast tief philosophisch. Also im Grunde ist da eine kleine Sprengmine drin. Und wenn du halt dich im Spiel erschießen lässt, fliegt dir das Ding um die Ohren. Und ja,
Das kann man da einfach so verkaufen. Nö, das kann man nicht kaufen. Das hat er sich gebaut, hat er sich aber offenbar noch nicht aufgesetzt. Was ist das Geschäftsmodell? Und, also im Prinzip hat er, wenn man es ein bisschen bösartig formulieren will, hier seine Militärausstattung so ein bisschen zweckentfremdet, um das Ding. Ich meine, Sprengstoff ist halt nicht so im Walmart erhältlich, wobei vielleicht sogar doch, wissen wir nicht. Und ja, also der Bildschirmtod haut nah, wenn ich so will. Was haltet ihr davon? Ist das Kunst oder kann das weg? Skurril. Ich frage mich zum einen, wie man darauf kommt. Okay, das kann man ja so als verrückte Idee mal zu Papier bringen, aber dass sowas dann auch gebaut wird und offensichtlich bietet das ja auch an. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ist das eigentlich nur eine spinnerte Idee? Die Immersion, Das ist ja sowas wie Sterbehilfe oder so, ja. wenn du einem so eine Selbstmordbrille verkaufst. Er sagt selber, Aufgebote, Grafik sei ja schön und gut, aber nur die Drogen mit ernsten Konsequenzen könne ein Spiel real werden lassen. Das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das so quasi der letzte Kick ist für jeden, für die Hardcore-Zocker, die schon alles durch haben irgendwie. Das ist so ein bisschen wie russisch Roulette in Anführungsstrichen. Ja, oder mal eine echte Blutgrätsche beim FIFA-Spielen. Ist das denn wenigstens der sichere Tod oder ist das irgendwie nur so halbtot? Ja, es ist ja tatsächlich noch nicht getestet worden, also zumindest nicht unter echten Bedingungen. Es kann natürlich sein, dass du dann als Zombie weitermachst. Ne? Okay, ja. Weiß man nicht. Kommt ja aufs Spiel auch so ein bisschen an, wie gesagt. Also das ist für mich aus der Kategorie, braucht man nicht. Ich würde es jetzt auch nicht zwingend als Kunst definieren, sondern es klingt eher bekloppt. Das ist auch gerade das Schöne an virtueller Realität, dass man da vielleicht in solche Situationen gehen kann, wo einen das nicht sofort... So ein bisschen erscheint es mir wie so eine nochmal in Anführungsstrichen weitergedachte Version von der Geschichte, die in Fight Club erzählt wurde. Ne? Also, dass man sich so quasi da dann also richtig wämst und also quasi richtig Schmerzen zufügt, um so quasi wieder am Leben teilzunehmen und dem Ganzen sich bewusst zu werden. Hier hast du halt, also ist halt blöd, du kannst halt so keine Konsequenzen draus ziehen. Das ist ja noch konstruktiver gedacht. Ja, genau. Wenn du dope bist, ist es irgendwie blöd. Also so ein bisschen kannst du auch keine Gedanken mehr machen, gerade wenn der Kopf weg ist. Also das ist irgendwie eine kopflose Aktion. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen. Also zwei Fakten über den Typen. Erstens hat er wohl bereits die weltgrößte Sammlung an Head-Mounted Displays. Ja, dann fehlte vielleicht einfach so der Kick fürs Neue. Und zweiter Fakt, er ist auf jeden Fall der Typ, der dir dann irgendwie im Kapitol begegnet, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht soll das doch mal probieren. Ja. Gut, also komischer Vogel mit seltsamen Vorstellungen. Heißt jetzt aber quasi, man sollte jetzt von Oculus keine VR-Brillen mehr kaufen. Ja, also ich habe von dem Ding ein Foto gesehen, da waren einfach so drei Stifte oben reingesteckt. Also vielleicht dann stutzig werden, wenn es tickt beim Spielen. Deswegen Augen auf beim Headset kaufen. Ja. Mir fällt nur ganz kurz, eine ganz kurze Zwischengrätsche zu dem Thema nur ein, mit dieser Brille, dass ich gerade die Nachricht gesehen habe, gestern glaube ich, dass von der Uni Bonn in Amerika, wahrscheinlich Silicon Valley, auf jeden Fall Kalifornien, bei einem Wettbewerb, da haben die den Wettbewerb 5 Millionen Preisgeld immerhin gewonnen, haben einen Roboter gebaut, den du auch mit so einer Brille dann steuerst. Also du sitzt da und du sollst quasi dann das Gefühl haben, dass du selber an irgendetwas schraubst. Zum Beispiel theoretisch könntest du eine Bombe irgendwie entschärfen auf die Entfernung und das soll für dich so aussehen, als ob du es selber machst. Und dann der Roboter macht das aber. Und der Bonner Roboter hat hier gegen eine weltweite Konkurrenz top abgeschnitten und den ersten Preis gemacht. Das mal nur so am Rande, weil Deutschland ja immer so an den Abgrund geredet wird, dass hier alles nur noch schlecht wird und nichts funktioniert. Ich glaube, ich habe mal einen kennengelernt, der da mitmacht. Bin mir ziemlich sicher, dass der das ist, weil der ist so eine Koryphäe und den habe ich mal auf einem Geburtstag von einem gemeinsamen Freund und Kollegen von uns kennengelernt. Der war nämlich damals auch so involviert in diese Roboter-Fußball-EM oder WM, die da stattgefunden hat, wo sie Fußballroboter gebaut haben. Und den wollte ich für unseren anderen Fußball-Podcast immer mal interviewen. Aber ich habe dann rausgefunden, der interessiert sich eigentlich gar nicht so für Fußball, offensichtlich mehr für sowas. Vielleicht mache ich nochmal einen Antritt, ob wir den in den Podcast hier kriegen, dass er davon erzählt, wenn er jetzt nicht schon zu ausgefragt ist. Ja, frag mal nach. Ich fand das total scharf. Das war wirklich interessant. Sag ihm, es gibt Bier.
Das zählt doch sonst auch immer. Roboterbier. Ja. Ja. Was es ja nicht gibt, oder beziehungsweise jetzt fast schon wieder zu viel, aber lange Zeit nicht gab, war Gas. Totale Gaskrise. Seit einiger Zeit ist auf jeden Fall immer noch teuer und überhaupt. Aber dank des milden Winters bisher und so weiter liest man ja überall von so einer ganz leichten Entspannung. Und jetzt für mich zumindest folgt direkt der nächste Aufreger, weil man hatte schon das Gefühl, dass bisher von diesen ganzen Fördergeldern ziemlich viel in die falschen Hände geraten ist, nämlich genau die das gar nicht brauchen, insbesondere halt auch die Mineralölhersteller, auch die Gashersteller, die haben das ganz geschickt ausgenutzt zu ihren Gunsten, da richtig abzusahnen, allen Ortes, da kann man wahrscheinlich fast niemanden ausnehmen, auch die Norweger nicht, aber was ja dann so als Teil der Lösung immer propagiert wurde, war das LNG-Flüssiggas, ne? Liquefied Natural Gas. Natural Gas, da ist er wieder der Ihr Meister Partner der Abkürzung. Für Abkürzungen, genau. Akronymen. Du warst ja auch einer der wenigen, der damals wusste, was BART heißt, ne? Beim Stichwort Straßenbahn, die mit MS-DOS fährt, das war die San Francisco BART. Jedenfalls, diese LNG-Schiffe sind schon längst quasi da. Die könnten schon längst ihren Kram hier in Europa verklappen, aber denen sind die Preise zu günstig. Und deswegen tummeln sich aktuell in den europäischen Gewässern seit 2 Monaten schon doppelt so viele LNG-Tanker, das sind ja Riesenviecher, ihr kennt so mit so wie so ein Dromedar mit so meistens so 2 oder mehreren Höckern drauf, also so Tanks quasi. Aber aus Metall. Aus Metall, aber ähnliche Funktionen. Und die tummeln sich da und legen einfach nicht an, damit sie das nicht verklappen müssen, weil die warten einfach darauf, dass die Preise besser, unfassbar, also für ihre Bedingungen natürlich besser, sprich teurer werden. Ist das ein Skandal oder ist das kein Skandal? Ich könnte kotzen, wenn ich sowas höre, wie das, natürlich ist es klar, das ist auch die ganze Thematik da rund um den Krieg und so, das hat ja auch alles viel mit solchen Energiekämpfen und Energiekriegen zu tun, die ganz bewusst genutzt werden. Aber dass jetzt halt auch die Hersteller, das sind ja wahrscheinlich, ich habe es nicht geprüft, immer noch deutlich höhere Preise als vor einem Jahr. Also es ist ja nicht so, dass war immer alles spottbillig, es sind einfach nur nicht mehr so auf den Höchstständen, wie sie waren. Und die warten darauf, dass es diese Höchststände oder zumindest nah daran wieder geben wird. Und dann legen die erst an und verklappen die Kacke. Das regt mich so dermaßen auf. Tja, Angebot verknappen, abwarten, bis es kälter wird. Dann wird es auch teurer. Ja, ist irgendwie scheiße. Hört sich irgendwie nicht so richtig freundlich an. Ich fand auch, aber das ist dann auch ein naiver Gedanke von mir gewesen. Ich fand auch damals ein bisschen enttäuschend, als dann hier unser Habeck dann sich auf die Suche nach neuen Energiequellen gemacht hat. Da kam dann auch Norwegen ins Spiel. Dann gab es auch mal dazu irgendwie einen Beitrag. Und ich habe auch gedacht, irgendwie vielleicht gibt es ja sowas wie europäische Solidarität oder sowas. Aber die Norweger, die haben auch knallhart, die wollten langlaufende Verträge und gutes Geld dafür. Also da ist keiner, der da sagt, wir helfen euch so ein bisschen, sondern nee, wir wollen ein gutes Geschäft machen. Ja klar. Und das Parkgebühren für die Energie. Nee, ich meine, es ist ja, also ich finde das ja immer so ein bisschen, also ich, ja, also das ist ja in beide Richtungen. Ne? Man profitiert ja einerseits davon, andererseits aber auch wieder nicht. Ich glaube, die meisten der Unternehmen sind halt zumindest teilprivatwirtschaftlich. Manche sind ja auch so halbstaatlich in verschiedenen Abstufungen. Aber das steht natürlich da genau genommen auch drin. Also die sollen Geld verdienen und dann möglichst viel. Und dann gibt es wieder Aktionäre, die das natürlich super finden halt. Da gibt es ja dann auch möglicherweise deutsche Aktionäre, die norwegische Anteilsaktien da von irgendeinem Gasdingens kaufen. Und die feiern das natürlich dann auch ab. Also es gibt dann immer wieder Gewinnler und Verlierer. Das ist leider, ja, ein Problem, dass das ein systemisches Problem ist, sag ich jetzt mal. Also aus Sicht der Händler wird die Strategie wohl aufgehen, weil jeder erwartet, das kann man glaube ich auch schon wahrscheinlich so prognostizieren oder auch ausrechnen, dass die Dezember-Kontrakte 30% teurer sein werden als die November-Kontrakte. Das heißt, die liegen da jetzt noch einen Monat rum und warten, dass Dezember wird und dann wird es halt alles teurer und das lohnt sich ja. 30% mehr als jetzt ist natürlich schon auch eine Menge. Problem ist
nur auch ein anderes, dadurch, dass da so viele Schiffe einfach untätig vor Anker liegen oder rumtreiben, keine Ahnung, und noch weitere 30 Schiffe sogar aktuell auf dem Weg sind, auch sich in diese Schlange da einzureihen, gibt es auch eine weitere Verknappung. Also der Preis, da wird natürlich künstlich der Gasmarkt verknappt, weil es keinen Nachschub gibt, aber auch die Schiffe werden knapp. Das ist auch nochmal völlig irre, weil die sind ja normalerweise, fahren die ja hin und her, ja, und dümpeln da nicht 2-3 Monate irgendwo rum. Momentan werden auch die Schiffe knapp. Also Focus Online schreibt das hier, die zitieren aber großzügig von der Financial Times, die das alles ausrecherchiert hat. Und das macht sich wiederum in Asien bemerkbar, weil dort kommt es zu einer Verknappung der verfügbaren Schiffe. Die sind ja alle hier bei uns in Europa, irgendwo im Mittelmeer, keine Ahnung, treiben die da rum seit Monaten oder Wochen und werden es noch tun. Und in Asien sind Erdgaslieferungen, die werden halt auch mit dem Schiff ausgeliefert, inzwischen so teuer geworden, dass sie sich der asiatische Markt, was genau denen jetzt alles ausmacht, steht hier nicht, gar nicht mehr leisten kann. Also die haben jetzt auch eine Energiekrise da, weil sie die Schiffe nicht mehr haben, um den Gaskram an Land zu bringen. Also völlig irre, was da teilweise passiert. Und da fragt man sich wirklich so, womit haben wir das verdient, aber wie kann man das auf lange Sicht gutheißen? Was war so die Irren und Wirrungen der Globalisierung teilweise ja, mit sich bringen? Also ich bin kein großer Globalisierungsgegner. Ich habe auch gern günstige Produkte aus China immer gekauft, aber gerade Corona und jetzt, das zeigt ja auch so ein bisschen, wie volatil das Ganze ist. Ja, also, und keiner betrachtet das aus der Sicht des kleinen Matrosen, ja, der quasi, stell dir vor, du bist da irgendwie Matrose und sitzt auf dem Schiff fest, weil der Preis noch nicht stimmt und guckst dir jeden Tag den Ticker an, noch eine Woche. Ja. So ein bisschen musste ich daran vorhin auch denken, was machen die ganze Zeit auf dem Schiff, die armen Kerle? Ja. Aber vielleicht brauchen die gar nicht so viel Besatzung für das Geschäft. Ja, aber das hatten wir doch auch schon mal, als im Waters, ich habe das erzählt, anlässlich dieser Havarie von dem großen Schiff da letztes Jahr, das steckte, glaube ich, im Panama-Kanal oder so fest. Und damals war auch Suez-Kanal irgendwas dicht in den, war das, 90er? Also haben ja eine ganze Flotte Schiffe über ein Jahr da in so einem See, in so einem Zwischensee gelegen. Und das kommt vielleicht sogar häufiger vor, als man denkt, dass sie aus irgendwelchen Gründen irgendwo da rumdümpeln. Keine Ahnung. Können dann Aloae von Achim Reichelt singen. Du kannst ja heute wahrscheinlich auch da Lebensmittel hinfliegen oder Pornos oder was auch immer die dann brauchen. Ist ja wahrscheinlich alles möglich. Prollo, das ist doch auch so dein Segment. Du weißt doch, wie man die bei Laune hält, Matrosen. Genau. Vielleicht dir direkt Pornos einfallen, finde ich auch bezeichnend. Du kannst ihnen doch mal, Matrosen, du kannst ihnen doch deine Floppy-Disk-Sammlung irgendwie mal zukommen lassen. Das sind nur Eishockey. Die haben doch Zeit jetzt. Wirklich nur Eishockey. Ja, aber die haben doch Zeit, das mal versuchen, noch wieder in Gang zu kriegen. Also, ja, natürlich. Aber warum die denn Eishockey spielen, wenn die Pornos haben können? Keine Ahnung, weil es mal was anderes ist. Ist natürlich wieder doof, weil der Jim Knopf spätestens jetzt ausschalten muss, wenn ich wieder hier das Explicit-Label garantiere. Was? Tut mir leid. Ich mach nichts. Milan Juli and Stimmspült. Ja. Ja. Und ja, auch wieder selbstreferenziell. Heute sind wir wahnsinnig selbstreferenziell. Also wir sollten einen Preis ausloben für den oder diejenige, der alle Folgen richtig aufzählen kann. Müssen wir natürlich selber dann auch gucken, die wir hier heute referenziert haben. Ja, großartig. So, ich muss auch eine Referenz an das Grölsch aussprechen, mir schmeckt das nicht. Also ist mir zu süß und zu dunkel und zu klebrig. Tut mir leid. Da kann ich mir nicht, sag's dem Herrn oder Frau Grölsch. Lieber ehrlich, anstatt alles in den siebten Himmel zu loben. Ich habe ja auch schon Kacke mitgebracht, das nicht geschmeckt hat oder zumindest langweilig war. Meins ist das nicht. Also es ist wirklich süß, aber ich meine, so Bockbiere sind ja tendenziell ein bisschen. Okay, liegt vielleicht daran. Also süßer. Nichts gegen Grölsch, ein vom Segeln sehr geläufige Biermarke, aber das ist jetzt nicht meins. Das normale Original schmeckt besser. Ja, jetzt guckt ihr alle ganz betreten. Steckst nicht drin. Aber einer muss die harte Wahrheit aussprechen. Ja, doch, wenn es an dir hängen bleibt. Ja. So. Ah, das war mein Aufreger. Das war der Aufreger. Ja. Mhm. Ich find's krass. Vielleicht nur ganz kurz, weil ich muss es gar nicht lesen. Ich kann es aus dem Kopf machen. Wahnsinn. Habt ihr schon mal im Lotto gewonnen eigentlich? Ja. Und, wie viel? 9,20 Mark, drei richtige.
Ja, nicht schlecht. Sag mal, wir haben noch früher mal zusammen Lotto gespielt, weil wir immer dachten, es macht es klüger, gemeinsam reich zu werden. Mein höchster Gewinn ist irgendwie 50 Euro. Ja, das muss man vielleicht allen sagen, als wir noch enger zusammengearbeitet haben als heute, da sind wir wirklich jede Woche zur Lottobude gegangen und haben Scheine zusammen ausgefüllt, weil wir dachten, das ist voll geil, wenn wir beide stinkereich sind, ist viel besser, als wenn nur einer von uns beiden stinkereich ist. Und dann haben wir uns immer so die Philosophie, ne? Dann haben wir gesagt, ja, wenn ihr das ganze Geld anlegt, dann werdet ihr jetzt schon reich. Und dann haben wir gesagt, nein, 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 wir kaufen ja kein Lotto-Ticket. Wir kaufen uns für eine Woche den Traum, was wir mit dem ganzen schönen Geld alles wohl machen können und machen werden. Und ja, so sehe ich das heute noch. Dummerweise bin ich auf der ganzen Linie leer ausgegangen. In Deutschland hat ein Berliner die 120 Millionen im Euro-Lotto gestern abgeräumt. Ja, ich hatte auch gedacht, die hatte ich eingeplant. Ich hatte sie auch fest verplant, genau die Summe, die ich gebraucht hätte. Das, ja. das ist das Loch im Budget. Ja, genau, aber der Betrag. Aber ganz ehrlich, ich war mir diesmal ziemlich sicher. Ja, also, wie fast immer. Aber dann muss man sagen, 120 Millionen, das ist echt mal ein Scheiß. Weil in den USA gab es ja auch einen riesen Jackpot. Mit 2 Milliarden Powerball, Dollar. Ne? Powerball, genau. 2 Milliarden Dollar hat da jetzt gerade einer gewonnen. Ist gerade von heute die Nachricht, es muss jetzt die Tage gewesen sein. 3 Monate lang von gestern. 3 Monate hat in den USA niemand die 6 richtige beim Powerball getippt. Und dann war der auf einmal bei 2 Milliarden Dollar. Und jetzt hat das einer aus Kalifornien gewonnen. Problem ist nur, wenn er sich wohl hier direkt bar auszahlen lässt, muss er die Hälfte an Steuer abgeben. 998 Millionen Steuern muss er da zahlen. Der ist ja direkt bettelarm dann. Passt doch nicht in den Kofferraum. Aber, wenn er noch ein paar Jahre wartet, kann er Twitter abkaufen. Er kann es wohl über 29 Jahre sich als Teilzahlung auszahlen lassen, dann würde er steuerfrei das kriegen, wenn er. Und das ist ja, ich meine, es wird ein bisschen knapp dann jährlich so, wenn er 29 Jahre 2 Milliarden, was bleibt da schon? Aber man würde mal, könnte es mal drüber nachdenken. Man könnte drüber nachdenken. Ich fand es auch ganz geil, kurz in dem Bericht vorhin gesehen, der Laden, wo der das Los gekauft hat, also der Ladenbesitzer, der hat einen Scheck auch gekriegt über 1 Million, weil er das Ding verkauft hat. Ich weiß nicht, ob das immer 1 Million ist ab einem bestimmten Betrag oder ob das einfach prozentual sich errechnet hat. Aber der stand da irgendwie vor den ganzen Fotografen mit so einem riesen Scheck, 1 Million, so ein, auch so ein armer Typ, der einfach nur so einen Tabakladen da hat. Den er wahrscheinlich danach verkauft hat. Ja, ja. Das finde ich dann auch irgendwie ein schönes Detail irgendwie an der Geschichte noch. Also 2 Milliarden, also das ist, also ich wäre, glaube ich, jetzt wieder ehrlich sein, mit 120 Millionen, glaube ich, schon ziemlich überfordert. Ja. Also da wüsste ich jetzt, also auch selbst wenn ich mal eine Stunde hinsetze, wüsste ich nicht, wo ich das alles ausgeben soll. Also 2 Milliarden ist ja nur wirklich, das ist ja wirklich eine Summe, da musst du gar nicht mehr groß, also da kannst du direkt in die Vollen gehen. Naja, und wieso? Twitter kannst du ja damit nicht kaufen. Na bald schon. Aber den FC kannst du zum Beispiel kaufen. Der Preis wird sinken. Aber apropos Twitter, der Elon, also ich finde den ja sowieso spooky, den Typen, aber habt ihr die Aktion mitgekriegt jetzt mit den ganzen Werbepartnern? Da sind ja, weil er jetzt da irgendwie die ganzen Leute rausgeschmissen hat und da vor allen Dingen die Leute, die so ein bisschen das Ganze auf, was weiß ich, Fake News und irgendwelche Beleidigungen und sonst was durchgeguckt haben, die ganzen Tweets, die hat er vor allem rausgeschmissen. Und daraufhin sind ja jetzt ganz viele Werbepartner abgesprungen, unter anderem Volkswagen, also so richtig große. Und das ist wohl richtig ein Millionenverlust jeden Tag für den Elon, das hat ihn richtig geärgert. Und was ich total krass fand, da würde ich mal gerne echt eure Meinung zu hören, da hat er dann tatsächlich einen Tweet irgendwie rausgehauen, wenn das nicht aufhört, dass ihm die Werbepartner einfach frecherweise abspringen und nicht wiederkommen, wenn das nicht aufhört, dann würde er die quasi veröffentlichen, die Namen und dazu aufrufen, dass die boykottiert werden. Also so viel zum Thema freie, also er will ja auch Twitter hat er gekauft, freie Meinungsäußerung. Und so viel zum Thema freie Wahl des Geschäftspartners. Er will also quasi Volkswagen und Co. dazu zwingen, dass sie ihn wieder als Geschäftspartner wählen bei ihm Werbung machen. Also wie krank ist das? Völlige Realitätsverlust. Ja, das wirkt so ein bisschen, als ob es völlig aus den Fugen geraten ist. Ja, total. Aber also ich habe immer, ihr seid doch die Szeneärzte, da müsst ihr mir mal auf die Beine helfen. Beim Elon Musk habe ich immer das Gefühl, das ist so ein Typ, der irgendwann so viel Macht kriegt, aber so wenig Zuneigung, dass er so ein Fiesling wird, wie so in so manchen
amerikanischen Filmen, wo es dann auch so Bösewichte gibt, die dann irgendwie, keine Ahnung, die Welt terrorisieren, weil sie es können einfach. Irgendwelche Filme im Kopf? Gibt ja jeden James-Bond-Film eigentlich. Das ist so Blofeld, Dr. No. Ja, Goldfinger. So ein pummeliger 13-jähriger Junge, der irgendwie 2 Milliarden gewinnt und dann dreht er durch. Nur halt in Erwachsenen. Ja, ich glaube, das ist... Ich finde den spooky, den Typ, total. Naja, also ich glaube wirklich, dass der jeglichen Anschluss zur Realität verloren hat. Also ich meine jetzt mal unter anderem, jetzt mal unabhängig jetzt von den ganzen Milliarden oder sowas, und möglicherweise sind in den USA auch noch andere, aber auch so, also wie er auch mit Menschen und umgeht, also irgendwie am Freitagmittag zu verkünden, also ja, irgendwie, wer jetzt heute eine E-Mail kriegt, ist gefeuert und sowas, das sind ja Dinge. Also das zeichnet ja auch eher ein eher bitteres Menschenbild, und auch solche Geschichten, wie du jetzt gerade beschrieben hast, dass ihm die Werbepartner, also ich glaube, er glaubt wirklich, jeder wirre Gedanke, der ihm durch den Kopf schießt, ist irgendwie Gold wert und ist besser als alles andere, was sonst, und das ist wahrscheinlich irgendwann ein Problem, dass man dann von Macht, Erfolg oder Geld korrumpiert wird, das ist so. Ja, was man dem lassen muss, so unternehmerisch und so, vielleicht muss das zu einem Stück weit auch dieser Genie und Wahnsinn in einem sein, der dich dann dazu befähigt, in solche Sphären vorzustoßen. Aber ich finde auch inzwischen, gerade in jüngerer Vergangenheit, also bei mir, ganz ehrlich, wir haben den oft hier auch im Podcast gehabt mit irgendwie Tesla-Unterhosen und was wir da alles schon hatten, aber also will sagen, bei mir war er immer auf einem positiven Ticket mit seinen Aktionen. Ich fand das immer irgendwo spannend. Aber jetzt im letzten Jahr ist er mir auch, wie der Sammer sagt, so echt spooky geworden. Der richtig reichste spooky. Troll der Welt. Ja, also wirklich. Da verstellt sich irgendwann raus, das ist eigentlich nur ein Computerprogramm. So die Matrix ist gehackt. Vielleicht zieht er sich irgendwann so dann so die Gummimaske vom Gesicht an, und darunter ist nur so ein Avatar oder so ein Elektronen. Spannend wäre ja, wer drunter ist dann irgendwie. Wenn es kein Avatar ist, wer ist es denn dann? Ja, keine Ahnung. Ah, ist schon krass. Der wahre Olaf Scholz. In Film, also das Verrückte ist, das, was der so abzieht, das ist tatsächlich Filmmaterial. Das ist teilweise filmreif. Also man hat so das Gefühl, der lebt seinen eigenen Film. Also ich meine, ich als Fan des Wortspiels fand es ja schon geil, dass der mit dem Waschbecken in die Twitter-Zentrale reingelaufen ist und dann gesagt, let this sink in, ja. Also lasst das mal auf euch wirken, auf Deutsch gesagt, aber halt auf Englisch mit dem Sink, dem Waschbecken. Komm, wenn du 2 Milliarden im Lotto gewinnen würdest, würdest du genau solche Aktionen abziehen, weil dir keiner was kann. Ich finde es tatsächlich nicht witzig. Aber das hat jetzt nichts mit viel zu tun. Es war natürlich für die Menschen, also in Anbetracht dessen, was er vorhat, war es natürlich überhaupt nicht witzig, aber so solche Aktionen feiere ich eigentlich, aber trotzdem insgesamt beschleicht mich da. Ich mochte Twitter immer gerne. Ich habe dann immer noch nur 10 oder 11 Follower, aber nichtsdestotrotz, das ich ist glaub, das ich schon 2 und das seid ihr das, beide. Das ist schon spannend, so was da teilweise, wenn man sich darauf einlässt. Also ich finde Twitter positiver ist bei mir positiver als TikTok oder sowas behaftet. Aber jetzt fürchte ich da auch Schlimmes. Die waren ja vielleicht auch noch so eine der wenigen, die zumindest einigermaßen uns besser als Facebook auf jeden Fall so diese Kontrollen gemacht haben. Und sie die haben ja auch mal tatsächlich Tweets von dem Trump mit diesen Fake News Stickern und sowas da. Ja, und haben ihn ja auch rausgeschmissen. Haben ihn letzten Endes auch rausgeschmissen. Also eine der wenigen sozialen Medien, die ein bisschen Rückgrat gezeigt haben in dem Ganzen. Und das nimmt er denen jetzt gerade am Wochenende rausgenommen. Ja, also ich hätte ja nie gedacht, dass man mal in die Verlegenheit kommt, das zu sagen. Aber da war man ja fast, also die hatten ja auch ein unternehmenseigenes Board, die dann quasi eben diese Selbstkontrolle durchgeführt haben. Und die hat er ja nur als erstes jetzt mit rausgeschmissen. Und da fragt man sich, also ich meine, normalerweise finde ich ja, muss ja so ein Board oder so ein Kontrollgremium oder wie auch immer, muss ja unabhängig sein. Das ist ja eigentlich der wesentliche Teil. Also wenn ich es in der Firma drin habe, das ist ja auch, hatten wir ja vor längerem schon mal in einem Podcast, das war dann, in dem Fall war das Facebook, damals, wo Facebook noch Facebook hieß und nicht Meta irgendwie und der ganze Krimskrams, da gab es das ja auch, also wurde das ja als große Innovation quasi, dass das jetzt eingeführt wurde, aber letzten Endes sind die natürlich trotzdem von in dem Fall von Zuckerberg oder jetzt hier von Twitter bezahlt, aber
Jetzt so ganz ohne oder nur halt mit Elon Musk, Musks Gnaden ist dann irgendwie, ja, keine Ahnung, ein schöner Scheiß. Ja. Aber möglicherweise ist Twitter jetzt auch dann irgendwann durch und fertig. So, oh, darauf hoffentlich ein Allgäuer Büblebier. Irgendwas in mir sagte mir heute, als ich das eingekauft habe, so als, weil ich habe echt kein Bier mehr zu Hause, das ist wirklich ganz krass. Bin ich schnell noch was kaufen und habe gedacht, wir hatten das, glaube ich, schon, ja, mal. Oder? Das hat Frank Schröder hatte das mitgebracht, als wir die seinerzeitige erste Podcast-Folge mit ihm zum Thema Kino gemacht haben. Das weiß ich noch. Ja, weil dieses Büble, das kommt mir, so ein süßes kleines Gärtchen mit einem riesen Maß Bier in der Hand. Also schönen Gruß an Hank Frank. Ja. Kann das ja und, mal hier auf die Gläser verteilen. Puff. Und in der schönen Bügelflasche. Leider keine Kronkorken für mich, aber dafür eine schöne Bügelflasche. Ach, du hast auch immer noch den Drink. Ich habe, aber der Sammer hat ja auch eine Blumenbügel hier. Sagt euch der Name Josh Nelly irgendwas? Nee. Amerikaner. Josh Nelly? Nee. Irgendeine Idee, was der so Besonderes machen könnte? Ich meine, man kommt wahrscheinlich nicht drauf. Da muss er irgendein Stichwort geben. Barkeeper. Tot. Tot? Er ist tot? Nee. Ja. Totengräber. Auch nicht. Mörder, Serienkiller. Nein, weder noch. Er wäscht Tote. Auch schön, aber nein. Also ja, indirekt, also ich sag mal, um drei Ecken gedacht. Ich löse es mal auf. Er hat mit dem Tod zu tun. Nee, auch nur indirekt. Also er wäscht Tote insofern, als dass er, ja, denke ich, selber auch ab und zu duscht. Also er ist halt, er ist in Anführungsstrichen TikTok-Star mit einem Ziel. Also er hat sich 321 Mal erfolgreich totgestellt. Und hat das dann entsprechend auch. Das sieht man hier gerade. Hier ist auch ein Foto drin, da hat er dann eins in Walk of Fame quasi. Und der hat dadurch, das war auch letzten Endes sein Ziel, auch eine Rolle in einer TV-Serie ergattert als Leiche, genau. Ja. Und hat alle möglichen Szenarien, also männliche Leiche am Ufer eines Sees, dann zwei Labradore stehen etwas ratlos bei einem Mann, der bäuchlings im flachen Wasser liegt. Der ist eigentlich Restaurantleiter, also eigentlich was ganz anderes quasi, aber sein größter Wunsch war es quasi, als Leiche in einem Film zu spielen oder in einer Fernsehserie, und da hat er jetzt 23 Tage hintereinander einen leblosen Körper gemimt und diese Clips auf TikTok gepostet. Im Pool treibend, auf einem Waldweh liegend, mit starrem Auge an einem Baum lehnend, dahingestreckt auf einer Landstraße, neben der offenen Tür eines Jeeps, oder eben auch, wie sie hier schreiben, ich zitiere, oder auf dem Walk of Fame, wie ein Knochensack liegt er da und wartet auf den Ruhm. So, jetzt aber die Zwischenfrage. Woran misst er erfolgreich? Was ist der Maßstab? Erfolgreich? Keine Herztöne oder... Ach so, dass er erfolgreich tot ist quasi, oder er liebt ja nur Tote. Tot stellen kann ich mich auch, aber... Ja, also er hat auf seinem Kanal inzwischen 120.000 Fans, die ihm folgen und die dann einfach gucken, wie er sich mal wieder totstellt, in welcher skurrilen Umgebung auch immer. Und er hat das jetzt geschafft, er ist in der US-Serie CSI Vegas, darf er auftreten als Leiche im Hintergrund des Leichenschauhauses. Da ist er jetzt auch drin und er hat auch schon weitere Angebote. Das war auch nur wohl sein Ziel. Also er sagte halt, das war irgendwie das der größte Wunsch. Er wollte Leute vor allen Dingen zum Lachen bringen. Da weiß ich jetzt nicht, also wie er dann als Toter über den Zaun hängt, aber... Gut, also ich hätte jetzt erstmal gedacht, irgendwie, dass das Ziel ist, dass er sich derart tot stellt, dass die Leute, die ihn da sehen, wirklich für tot halten. Dann hätte man die Frage gestellt, wann ist das erfolgreich? Wenn der Notarzt gerufen wird oder wenn der Tod tatsächlich festgestellt wird? Soweit hat er es nicht getrieben, oder? Nee, also er hat tatsächlich, also es ging eher um die Inszenierung quasi, um die filmische Inszenierung. Okay. Und genau, also wie gesagt, den Durchbruch als gefragte Profileiche hat er auf jeden Fall geschafft. Ich hätte auf jeden Fall diese starren Augen für irgendwelche Videokonferenzen, wo mir die Augen tatsächlich zufallen, dass man die dann einfach so... Das wäre doch generell was für die Videokonferenz, dass du einfach irgendwie tot aussiehst und nach 20 Minuten dich an... Hallo? Aber ich muss mal die Frage stellen, jetzt wieder hier in die Cineasten-Ecke.
Ich habe da jetzt irgendwie sowas abgespeichert, was aber auch die nehmen falsch keine sein kann. Leichten bei Filmen. Nein, das war nicht die Frage, das habe ich mir fast gedacht. Aber gibt es nicht tatsächlich sowas wie Leute, die häufiger Filmleichen spielen, also die da so sozusagen so eine Expertise für haben, die dafür häufiger herangezogen werden? Also das sind ja eigentlich Statistenrollen, aber vielleicht machen das manche besonders gut, weil sie schön lange stillhalten können oder Luft anhalten können. Und dann sagen die, kannst du auch mal woanders noch rumliegen. Oder eine besonders bleiche Haut haben. Also das ist tatsächlich, gibt sicherlich Leute, die dafür... Die sind wahrscheinlich in der Kartei irgendwo drin und dann kann der tot spielen. Ja, vielleicht können die Leute dann auch besonders gut das Gesicht irgendwie noch verziehen oder so. Ja. Also ich habe das als Kind immer, wie die das machen. Ich habe immer gedacht so, boah krass, der sieht voll tot aus, wie machen die das? Die müssen ja voll lange stillhalten und so. Also mich hat das schon als Kind immer beeindruckt. Ja. Oder vielleicht auch ein bisschen so ein, in Anführungsstrichen, so eine Art wechselnden Look irgendwie zu haben. Also solche Dinge. Das hängt ja auch an, wie lange du tot bist. Also es ist ja, glaube ich, schwierig. Wasserleiche muss ja auch lange Luft dann haben. Wasserleiche, oder es ist auch schwierig, jemand verwest, das darzustellen. Dass du es auch aushältst, wenn dann so eine Assel aus dem Mund rauskommt und so. Genau, das sind alles so Dinge. Oder wenn die dann anfangen, deinen Kopf aufzusägen. Immer so beim Tatort. Dass du dann noch stillhältst. Ne? Ja, dass die einfach das mit sich machen. Das ist schon, also, das ist eine Qualität. Das ist eine gewisse Schmerzunempfindlichkeit. Also, das schadet denen auch nicht. Ich finde, es gibt schräge Dinge. Also. Für Themen, also im Marketing sind wir echt Nulpen. Wir sitzen hier alle zwei Wochen, labern rum und wir sind echte Marketing-Nulpen. Das wäre wahrscheinlich schon sehr viel simpler, wenn wir diesen Podcast zumindest im Sommer irgendwo in der Fußgängerzone machen würden, uns einfach da hinsetzen, wir haben ja alles mobil, das aufnehmen und dann noch irgendwo bei YouTube und TikTok streamen. Und dann kriegen wir, also das wäre... Und Twitch. Eigentlich ja Twitch, genau, da musst du noch lustige so Hasenohren oder sowas aufsetzen, weil der Zocker bist du ja. Und dann läuft das. Könnten wir uns hinsetzen zu den, das hattest du doch mal gebracht, wo die alten Leute immer vor ihren Häuschen in der Altstadt wohnen und sitzen. Da können wir uns dazu setzen. Irgendwo in Süddeutschland. Baden-Württemberg, ja. Ja. Völlig d'accord. Jetzt ist ja gerade erstmal Winter. Ja, oder ja. Noch eine bessere Idee, wir machen das in der Fußgängerzone im Winter und bringen einen Heizpilz mit und dann kommen die Leute auch, wenn es zu Hause auch 13 Grad hat. Genau, wir haben noch Gas. Ja, wir haben noch Gas. Weil wir waren auf dem LNG-Schiff, was im Mittelmeer noch dümpelt. Ja, die LNG-Boys. Ja. LNG-Boys, sehr schön, auch schön, das ist schön. Die Zeit rast. Ja. Ich muss natürlich noch auflösen, was die Julia mit dem Martin Luther zu tun hat. Aber gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, first things first. Und da wir wie immer hier interpretieren, überbrücke ich gekonnt professionell scroll. Stille, um das jetzt zu tun. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir sind die Stunde schon... längst überschritten. Boah, sind wir Laberbacken. Ja, das ist halt diese St. Martins-Zeit. Da kommt man ins Reden. Ein guter St. Martins-Zug geht auch nicht unter 3 Stunden. So, bevor der Quickie von irgendeinem hier abgefeuert wird, die Frage an euch, wenn ihr die Geschichte nicht schon gelesen habt. Was hat denn die Julia, wie wir Franzosen Julia sagen. Darling. Was hat sie zu tun mit Martin Luther King? Und zwar ganz unmittelbar. Also es ist nicht so, dass da irgendwie mein großes Vorbild, sondern die kennen sich. Die kennen sich? Ja. Ach, hat er sie vielleicht getauft? Das nicht. Das ist aber ein guter Anknüpfungspunkt, wenn man so auf die Altersunterschiede guckt. Ja, irgendwelche haben die Kinder sich gekannt oder ich weiß nicht, hatte Martin Luther King Kinder, keine Ahnung. Hatte er, ja, aber vielleicht haben sie sich auch gekannt. Kindergarten, dass seine Kinder mit ihr im Kindergarten waren oder sowas. Nee, ja. Hätte sein können, das weiß ich nicht, das steht jetzt hier nicht. Hätte theoretisch aber sein können. Aber es ist erstmal was ganz Profanes. Laut Spiegel Panorama hat im Jahr 1967, da ist die nämlich geboren, die Gute ist, sieht immer noch sehr gut aus, ist aber schon 55, im Jahr 1967 Martin Luther King die Geburt von Julia Roberts bezahlt, weil ihre Eltern sich das nicht leisten konnten. Ach, guck. Ja. Okay.
Wieso, weshalb, wie, warum? Die Geburt bezahlt? Also wahrscheinlich die Behandlung um die Geburt herum. Also ja, das wahrscheinlich muss man das, die sind ja nicht krankenversichert. Ja. Da musst du ja wahrscheinlich deinen Latzen, wenn du im Krankenhaus entbindest. Ja. Ah. Ja. Und genau, es ging um die Kosten der Entbindung der kleinen Julia Roberts am 28. Oktober. Also nachträgliche Geburtstagsgrüße gehen raus von uns. Ja. Prollo übernehmen. Wir kommen gerne mal. Seine berühmte Rede, I have a check. Und dann zahlt er hier, zack. Da hat er die Rechnung, Julia, die Krankenhausrechnung übernommen, weil die Eltern das schlicht nicht bezahlen konnten. Die hatten keine Kohle. Finde ich gut. Frage natürlich, wieso und weshalb und was, warum? Die waren befreundet, also die Eltern und von Julia und Martin Luther King und seine Frau waren mit denen befreundet, weil die Eltern waren auch Schauspieler und die haben eine Schauspielschule in Atlanta geleitet, wo Martin Luther Kings Kinder hingegangen sind. Der hat da seine Kinder in die Schauspielschule gegeben und oder er wollte das tun, gab ja noch dieses Rassismusproblem. Keine Schauspielschule wollte die Kinder damals annehmen, außer die von Julia Roberts Eltern. Die haben gesagt, hier, klar, ihr kriegt einen Platz. Die haben denen sofort zugesagt. Und das war wohl damals sehr mutig, afroamerikanische Kinder aufzunehmen. Und daraus, aus dieser Geste quasi der Familie Roberts, wenn die denn so hießen, ich vermute mal, genau, Walter und Betty Lou Roberts, sie hießen wirklich so, aus dieser Geste, die eigentlich mehr so Schauspielschule, Lehrer, Schüler-Verhältnis war, ist eine Freundschaft entstanden, die in letzter Konsequenz dazu führte, dass der gute Martin Luther als Freund der Familie halt in dieser Notlage ausgeholfen hat. Und das ist ja nun mal etwas, also ich wusste das nicht, dass da so eine Zusammenkunft gab. Ich auch nicht. Ne? Das ist mir auch und das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Ja. Investigativ, da ist für jeden was dabei. Ja, Leute. Also. Dann sonst hättest du den Richard später nicht gekriegt, ne? Wen? Richard Gere. Richard Gere. Ja, das stimmt. Ja, was? Ja, wenn er hat die Geburt bezahlt, sonst hätte ja nicht stattfinden können. Ja, das war ja after. Also ich glaube, die Geburt hätte, ja schon da. Die Geburt hätte sehr wahrscheinlich trotzdem stattgefunden, sage ich jetzt mal, nur möglicherweise unter anderen Umständen. Ja. Jetzt zwar nicht reinreden, aber ja, so wie ich es verstanden habe, war die geboren und dann kam die Rechnung und dann war die Rechnung irgendwie zu hoch. Vermuten wir es mal so. Ja, sehr schön. So, und jetzt Quickie-Time oder was? Oder ihr habt alle noch was gezückt? Dann machen wir einfach einen Quickie-Bonus. Ich habe nicht. Ich verschiebe meinen anderen. Ich habe immer die Hand in der Hose. Okay, dann. Ja. Ich habe tatsächlich eine kleine Geschichte. Erster. Hey. Du musst den Keks essen, Prollo. Ach, wie angenehm. Apropos Keks. Ich habe hier eine kleine Geschichte, müsst ihr gleich raten, über einen 85-jährigen Argentinier, der in einem Seminar vor etwas gewarnt hat. Und ihr müsst raten, vor was und wer. So ein bisschen Mord, wie alter Argentinier? 85 Jahre alter Argentinier. Und er warnt vor einer Sache, durch die der Teufel eintritt. Sein Publikum warnt er vor, dass sie darüber nachdenken, ob sie dieser Versuchung schon einmal unterlegen haben und das reine Herz, das Jesus jeden Tag empfängt, darf solche Informationen nicht empfangen. Also der war Dozent oder was? Ich sage euch, Klassiker, das ist eine Sache, die den Geist schwächt, sagte er. Masturbieren. Fast. Masturbieren ist. Weiterhin nicht masturbieren. Schwul sein, so wie hier der nein. Was, katarische WM-Botschaft. Was läuft auf deiner Oculus Rift Krankheit beim Masturbieren? Pornos gucken. Richtig. Ah. So, aber wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Ja. Kennt man den? Ja. Ehemaliger Pornostar. Nee, der heißt Franziskus. Und ist? Papst. Richtig. Du hast es ja sogar eingeschrieben. Papst warnt vor Pornografie. Und zwar bei Seminaristen, angehenden Priestern. Weil im Kloster nämlich die Leitung glüht, wenn die Mönche wieder die Palme wedeln. Kann sein. Jedenfalls die Kutte schütteln. Die Sutane quetschen. Die Sutra spannen. Das Witzige, ich habe das gelesen und dachte, das Witzige ist gar nicht, also beziehungsweise das Witzige, aber die Nachricht ist, finde ich, gar nicht, dass er davor warnt, das ist ja irgendwie auch erwartbar, sondern dass er halt einfach davon ausgeht,
dass, ich zitiere mal, wenn die Männer so etwas auf ihren Mobiltelefonen löschen könnten, dann sollten sie das tun und nicht in Versuchung geraten. Mit anderen Worten, er geht fest davon aus, dass im Kloster ordentlich ja, so menschlich, würde ich sagen. Ab geht's. Menschlich, gut. Was meinst du denn? Das ist ja quasi das Kloster oder das LNG-Schiff. Überall so, also ist doch schön, dass das mal einer ausspricht, ja. Und ja, das reine Herz darf solche pornografischen Informationen nicht empfangen. Hm. Ist halt die Frage, ob man... Mit dem Herz empfängst du das auch nicht. Nur mit dem Herzen sieht man so ganz... Das ist Antoine, aber, das genau, ist aber das Herz kannst du nicht schneuzen. Und... Ja, wer sich die Wurst pellt, soll nicht mit Steinen werfen, würde ich sagen. In diesem Sinne. Ah. Sensationell. Ja, schöner Quickie in vielerlei. Ich meine, vielleicht kann er das anders so machen. Er kann einfach da entweder die Leitung abschalten oder aber, also dass dann quasi kein Internetzugang ist oder aber wenn die LTE haben, je nachdem. Ja, ein Internet scheint er, hier steht es auch drin, gar nicht gedacht zu haben, weil auf dem Mobiltelefon haben, ja, Online-Plattformen gibt es ja auch. Ich weiß jetzt nicht, wie so ein Kloster-WLAN typischerweise, die Mauern sind ja auch oft dick. Ja, ja, aber er geht ja auch irgendwie offensichtlich davon aus, dass die das alles runterladen. Aber ein Hotspot. Ja. Also, dass da nicht gestreamt wird. Ja gut, ist halt, die Kirche ist ja als konservativ bekannt, vielleicht weiß man nicht. So, wisst ihr Bescheid? Also, der Papst war... Bescheid. Ja. Aber der meint das schon aus ideologischen Gründen, nicht weil die Leitungen irgendwie zu schwach sind. Also ich habe jetzt kurz gedacht, der hat da eher so einen pragmatischen Ansatz. Das kann natürlich oder sein. Also der pragmatische Ansatz... Leute, wenn ihr alle Pornos guckt, dann buffert das bei mir die ganze Zeit. Dann kriege ich wieder das Geschäft nicht erledigt. Ja, ich habe Termine. Dann raucht der Schornstein aber schwarz. Dann ist mein Termin mit dem Herrn, mein Videochat mit dem Herrn findet dann wieder nicht statt. Ich bin die rechte Hand Gottes, Alter. Der Weichstuhl ist an der mal die rechte Hand da, wo sie ist. Oh, die rechte und die linke Hand Gottes. Wenn die rechte Hand Feierabend hat. Genau, keine rhythmische Bewegung mit der rechten Hand. Ich fürchte, wir driften ab. Aber ja, ein ehrwürdiger Quickie, würde ich sagen. Wenn wir ganz fies würden, wäre... Nein, sind wir nicht. Genau, also... Gut. Ein Selfie. An der Stelle sage ich immer in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche, viel Spaß im Advent. Das nächste Highlight wird der Advent sein. Ich wollte eigentlich sagen, viel Spaß in St. Martin, aber Advent steht vor der Tür. Das ist unser nächstes ganz großes, heißes Thema. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Du lässt die Finger da weg, Sammer. Finger weg. Ja, Advent, die Kerze brennt. Genau, Mütze, Glatze. Macht's gut. Tschüssi.